Cruise and Golf ist das neue Costa-Angebot, das eine Kreuzfahrt mit dem unvergleichlichen Erlebnis verbindet, innerhalb einer Woche in drei Ländern Golf zu spielen. Spanien, Italien und Frankreich. Dazu später mehr, zunächst einige Bilder und Daten zum Schiff, der Costa Smeralda. Neben einem umfangreichen Wellness- und Unterhaltungsangebot stehen den Gästen an Bord mehrere Restaurants und Bars zur Verfügung. Auf 14 Decks befinden sich 2600 komfortable Kabinen und auch ein abendlicher Rundgang am Oberdeck wird hier zum Erlebnis. Barcelona, Mallorca, Palermo, Rom, Savona, Marseille, Barcelona. Das ist die einwöchige Route der Costa Smeralda. Es ist aber genauso möglich, beispielsweise in Savona an Bord zu gehen und auch dort wieder auszuchecken. Unser erster Landgang und zugleich erste Golfdestination war Mallorca. Insgesamt hat der Golfer bei dieser Kreuzfahrt 23 Golfplätze und verschiedene Golf- bzw. All-Inclusive-Pakete zur Auswahl. Auf Mallorca haben wir Son Gual gespielt. Der Champions Course besticht einerseits durch seine Lage in der mallorquinischen Hügellandschaft und andererseits durch sein Layout und nicht zuletzt durch seinen hervorragenden Pflegezustand. Im Golfpaket von Cruise & Golf hat man übrigens auch die Möglichkeit mit Leihschlägern zu spielen, was natürlich eine bequemere Anreise ermöglicht. In Son Gual kommt Sand immer wieder mal ins Spiel, kein Wunder, gibt es hier doch gleich 66 Bunker, die sowohl Fairways als auch die zum Teil riesigen Grüns bewachen. Nächster Tag, nächster Landgang. Palermo auf Sizilien. Eine Stadt mit Geschichte. Dementsprechend bieten sich dem Besucher pittoreske Gassen und Straßen mit historischen Gebäuden wie zum Beispiel dem Dom von Monreale oder das nördliche Stadttor, die Porta Nuova, deren Baubeginn auf das 16. Jahrhundert datiert wird. Zurück zum Golf. An Tag 3 war der Ryder Cup Kurs Marco Simone nahe Rom angesagt. Der Name Laura Biagiotti sorgt hier für einen hervorragenden Pflegezustand. Großzügige und breite Fairways werden hier durch schnelle, teils ondulierte Grüns ergänzt. Besonderes Merkmal: die rechteckig angelegten Teeboxes. Alles in allem ist der Platz eine Herausforderung für jede Spielklasse und sicherlich auch für die Teilnehmer des Ryder Cups 2023. Wieder an Bord der Costa Smeralda geht es nach einer kleinen Shoppingtour ins Designmuseum. Hier werden Exponate italienischer Designer aus mehreren Jahrzehnten gezeigt. Von Gegenständen des täglichen Gebrauchs über Mode bis zu Fahrzeugen aller Art. Ein besonderes Erlebnis für große und kleine Besucher. Mit einem der zahlreichen Lifte ab zum Abendessen. Heute ist Teppanyaki am Plan. Japanische Kochkunst gepaart mit erstaunlicher Akrobatik. Insgesamt stehen dem Gast an Bord 10 Themenrestaurants mit unterschiedlichen Spezialitäten zur Auswahl. Wohl bekomm's. Nach dem Abendessen sind Live-Musik und diverse Shows der Extraklasse am Programm. Das Bordcasino sorgt für Spannung und wer möchte, macht hier die Nacht zum Tag. Apropos Tag. Der nächste Tag führt uns vom Hafen von Savona zum Golfplatz Villa Carolina im italienischen Piemont. Die ehrwürdige Villa aus dem 18. Jahrhundert ist Herzstück der 36-Loch-Anlage. Wir haben den Kurs Paradiso gespielt. Golfcars sind hier obligatorisch, denn es geht teilweise ziemlich rauf und runter. Durch die teils mit Bäumen umsäumten und hängenden Fairways sind hier präzise Schläge gefragt. Ähnliches gilt auch für den letzten Platz, den wir auf dieser Reise gespielt haben, Aix-en-Provence in Frankreich.
auch hier ziemlich hügelig und rudimentär. Eine Besonderheit hier sind die mannigfaltigen Düfte, ausgelöst durch die pflanzliche Artenvielfalt der Provence. Hier noch einige Schwungstudien. Unser Resümee zu Cruise und Golf ist durchwegs positiv. Es ist eine neue und andere Art einer Golfreise, die mit einer exklusiven Kreuzfahrt verbunden ist. Mit ein paar Bildern der katalonischen Stadt Barcelona beschließen wir unseren Bericht und wünschen jetzt schon einen unvergesslichen Golfurlaub an Bord der Costa Smeralda. Thank you.